Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, liebe Genossinnen und Genossen. Es ist noch nicht sehr lange her, dass ich unserem linken Parteitag in Sachsen-Anhalt besucht habe und unseren Genossinnen und Genossen in Sachsen-Anhalt alles Gute für einen gelungenen Start ins Superwahljahr gewünscht habe. Da ahnte ich ehrlich gesagt noch nicht, dass ich heute hier stehen werde und meine Hoffnungen auf euch, auf Hamburg setzen werde. Aber warum eigentlich nicht, habe ich mich gefragt, als ich heute hier angekommen bin. Denn Hamburg braucht wie kaum eine andere Stadt einen sozialen Politikwechsel. Dafür spricht nicht nur die glücklose Politik des schwarz-grünen, des gescheiterten schwarz-grünen Senats, dafür sprechen auch ganz einfach die Fakten. Denn es gibt kaum eine andere Stadt in Deutschland, die so sehr für soziale Spaltung steht, wie es in Hamburg der Fall war. Hamburg ist auf der einen Seite eine Stadt mit einer sehr großen Millionärsdichte, aber nirgends werden Millionäre so selten vom Finanzamt kontrolliert wie hier. Und auf der anderen Seite ist Hamburg Spitze, wenn es um Leiharbeit, wenn es um den Niedriglohnsektor geht. Wir finden, Hamburg hat etwas Besseres verdient und deshalb gehört die Linke wieder, deshalb gehört die Linke auch gestärkt in die Hamburger Bürgerschaft. Liebe Genossinnen und Genossen, und ich will es doch mal ganz klar sagen, Schwarz-Grün, auch unter Beteiligung der Grünen, wurde dieser Politik der Ausgrenzung, der sozialen Spaltung kein Riegel vorgeschoben. Und auch von der SPD ist wirklich keine glaubwürdige soziale Politik zu erwarten. Wo, wenn nicht hier in Hamburg, wollen wir als Linke bei den anstehenden 7 Landtagswahlen als erstes beweisen, dass die Linke für die Landesparlamente in der Bundesrepublik unverzichtbar ist. Und ich bin auch sehr froh, liebe Genossinnen und Genossen, dass ihr das Thema der sozialen Stadt stark macht. Denn es ist ein wichtiges Thema, es ist ein Zukunftsthema, was in Hamburg ansteht, aber was auch in vielen anderen Metropolen, was in vielen anderen Städten zunehmend zu einem wichtigen Thema für die Menschen und damit auch für uns als Linke wird. Und es kann nicht sein, dass in vielen bundesrepublikanischen Städten, aber auch in einer so schönen Stadt wie Hamburg, die Menschen das, was die Stadt kulturell zu bieten hat, was sie architektonisch zu bieten hat, einfach für ganz viele Menschen nicht mehr bezahlbar ist. Das kann nicht sein. Und deswegen ist hier die Linke gefragt, eine Politik für soziale, für bezahlbare Städte zu machen. Und es ist doch einfach ein Skandal, dass es in einer so reichen Stadt zu wenig Wohnungen gibt. Und deswegen sagen wir als Linke, wir wollen bezahlbare Mieten für alle, wir wollen Investitionen in sozialen Wohnungsbau und nicht nur eine protzige Hafencity. Wir wollen in Sozialtickets investieren, in gebührenfreie Kitas, denn das ist auch das Beste, was wir den Kindern mitgeben können. Und wir wollen eine lebendige Stadtteilkultur für alle, statt einer glitzernden Elbphilharmonie für wenige. Liebe Genossinnen und Genossen, wir erleben es ja nicht zum ersten Mal. In Wahlkampfzeiten besinnt sich die SPD ja gerne wieder auf ihre sozialen Wurzeln und versucht sich hier einen sozialen Anstrich zu geben. Natürlich will sie auch, das wissen wir, den Beweis antreten, dass es auch ohne uns als Linke geht. Aber ich sage euch ganz klar, diesen Gefallen werden wir als Linke der SPD nicht machen. Oder traut ihr etwa einem Olaf Scholz zu, dass er eine Politik der sozialen Gerechtigkeit unterstützt, dass er wirklich den Mut aufbringen würde, mit neuen Steuerprüfern dem Establishment wirkungsvoll auf den Leib zu rücken? Und wie wollen SPD und Grüne es ihren Wählerinnen und Wählern erklären, warum sie nicht erst vor kurzem die Gelegenheit beim Schopfe gepackt haben und mit der Linken gemeinsam die Studiengebühren abgeschafft haben? Eine glaubwürdige Bildungs- und Sozialpolitik, die sieht anders aus. Und ich bin ganz sicher, dass viele Studierende in der Stadt diese Entscheidung mit großem Argwohn auch betrachtet haben. Applaus
Und liebe Genossinnen und Genossen, wo war eigentlich der Mut der Grünen, die ja gerade bei den Umfragen so einen Höhenflug haben, wenn es darum ging, kostspielige Ökokiller wie etwa Moorburg entschlossenen Widerstand zu leisten? Wir weinen als Linke dem schwarz-grünen Koalition keine Tränen nach. Aber eines muss ich natürlich auch sagen, es kann nicht sein, dass eine Partei wie die Grünen sich ohne Angabe von inhaltlichen Gründen, im Grunde aus rein taktischen, egoistischen Erwägungen aus der Verantwortung stiehlt und dann auch noch mit doppelten Umfragewerten belohnt wird. Ich hoffe nur, dass diese Unehrlichkeit an der Wahlurne nicht auch noch belohnt wird. Und wir müssen im Wahlkampf auch immer wieder deutlich machen, dass die Grünen auf Bundesebene bis jetzt ein Bündnis mit der CDU nicht ausschließen. Und deswegen kämpfen wir als Linke nicht nur um die Stimmen der Erwerbslosen, der Geringverdiener und auch der vom Abstieg bedrohten Mittelschichten. Wir sind als Linke auch die Adresse für das Libertäre, für das alternative Milieu in dieser Stadt, gerade in einer Stadt wie in Hamburg. Und deswegen werden wir die Verteilungsfrage genauso stellen wie andere Fragen der Herrschaft, der Ausgrenzung und der Ausbeutung. Wir werden die Frage nach der Ausgrenzung von Migrantinnen stellen und ihnen unsere Forderungen nach einer sozialgerechten Integrationspolitik gegenüberstellen. Wir werden auch die Fragen einer subtilen, aber doch immer noch anhaltenden Diskriminierung von Frauen thematisieren. Und auch auf diesem Gebiet müssen wir die Konkurrenz mit den Grünen nicht fürchten. Liebe Genossinnen und Genossen, wir können frohen Mutes in diese Wahlen gehen. Auch wenn viele natürlich immer wieder versuchen, die Krise der Linken herbeizuschreiben. Wir liegen stabil in den Umfragen. Und ich bin zuversichtlich und vertraue unseren Wählerinnen und Wählern. Und unsere Wählerinnen und Wähler haben auch gute Gründe, uns zu vertrauen. Ich war ja lange Zeit für Sachsen Mitglied in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz und hatte dort natürlich auch die Gelegenheit, mir einen Einblick in die Arbeit unserer Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft zu machen. Und ich weiß, dass unsere Fraktion unter der Leitung von Dora Hayen eine sehr gute Arbeit geleistet hat. Eine gute Arbeit, die von allen respektiert und anerkannt wurde. Und das will schon alleine bei unserer doch sehr bunten Partei einiges heißen. Und ich habe hier in Hamburg auch die positive und im Übrigen nicht selbstverständliche Erfahrung gemacht, dass die Linke hier, dass unsere Fraktion in der Bürgerschaft auch von denjenigen geschätzt wurde, nicht unbedingt unsere Inhalte und unsere Überzeugungen teilen, aber die anerkennen mussten, dass wir hier eine sehr gute soziale Oppositionsarbeit geleistet haben. Das will wirklich etwas heißen, sich diesen Respekt auch bei politischen Konkurrenten zu erarbeiten. Das darf man nicht unterschätzen, weil man sich das wirklich erst einmal erarbeiten muss. Und deswegen freue ich mich auch, dass Dora wieder als Spitzenkandidatin antritt. Ich finde, sie hat als Spitzenkandidatin auch ein gutes Ergebnis verdient. Und ich hoffe auch sehr, dass der Parteitag das unterstützen wird. Liebe Genossinnen und Genossen, wir waren die soziale Opposition in Hamburg und wir werden als soziale Opposition auch in Zukunft gebraucht. Deshalb gehört die Linke gestärkt in die Hamburger Bürgerschaft. Wir sind dafür nicht nur inhaltlich, sondern auch organisatorisch gut gerüstet. Und ich muss sagen, das war schon eine organisatorische Meisterleistung, über Weihnachten und Neujahr alle Aufstellungsversammlungen erfolgreich durchzuführen, den Wahlkampf und den Parteitag vorzubereiten, ein Wahlprogramm fertigzustellen und so weiter und so fort. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken, die daran mitgewirkt haben. Die Linke hat ihre erste Nagelprobe schon bravourös gemeistert. Und jetzt wird es darauf ankommen, alle Energie in einen engagierten Wahlkampf zu konzentrieren. Bezahlbare Mieten und Kitas, weg mit Studiengebühren, Gelder für Sport und Kultur, das sind unsere Themen als Linke und nicht die eine oder andere Winterlochdebatte, von der wir uns nicht länger ablenken lassen sollten. Und das heißt für uns als Linke auch ganz konkret hinzugehen, wo die Menschen sind, hinzugehen, vor allen Dingen mit denen zu sprechen,
die vielleicht nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen und die nicht immer zu den Begünstigten einer neoliberalen Politik gehören. Lasst uns also einen bürgernahen, lasst uns einen aufsuchenden Wahlkampf in den Stadtteilen führen. Das ist übrigens auch die beste Methode, eine veröffentlichte Meinung zu umgehen, die uns manchmal, aber auch nicht zwingend immer auf unserer Seite steht. Der Parteivorstand und ich als Bundeswahlkampfleiterin und natürlich auch Werner, wir werden euch unterstützen, so gut wir können. Und die Genossinnen und Genossen aus dem gesamten Bundesgebiet haben angekündigt, euch zu unterstützen. Und das werden sie auch tun, an mehreren zentralen Terminen euch tatkräftig im Wahlkampf zu unterstützen. Ich wünsche euch heute, uns heute einen erfolgreichen Parteitag. Ich wünsche allen Kandidatinnen und Kandidaten einen fairen Wettstreit. Und dann, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns unsere Energien auf den Wahlkampf konzentrieren, auf ein soziales Hamburg konzentrieren, auf einen engagierten Wahlkampf. So werden wir die Wahlen gewinnen. Ich wünsche uns einen erfolgreichen Parteitag. Vielen Dank. Applaus